Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Last of Us 1 Left Behind. So, wir haben schon mal ein bisschen was gefunden. Und wir müssen rüber zu dem Flugzeug. Wollte ich gerade sagen, zum Hubschrauber. Kann man da irgendwie durch? Kommen wir sowieso nicht rüber, oder? Wir müssen hier runter. Los geht's. Schnell. Hier rauf. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Die Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Habt ihr gesehen? Sieht man gerade nicht. Jemand Licht. Achso, ist ja sie hier, die Licht ist. Keine Bisswunde am Arm. Das heißt also, wir werden jetzt herausfinden, oder die werden jetzt herausfinden, dass Ellie immun ist. Brief. Gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft Helden. Ich glaube, es ist Marlene. Sie fragt nach dir. Wirklich? Du erinnerst sie an deine Mutter. Da weiß sie mehr als ich. Vielleicht kannte sie ja die Mutter. Komm schon. Wir kommen gut voran. Aber wo wollen die hin? Und mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Was ist mit Tino und den anderen? Wie geht's denen? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Suchen ist ja wohl nicht großartig, wa? Du findest ja hier ja nichts. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden. Okay.
sieht doch keiner die Lichter oder was? Mistdeckung! Mann, sorry. Bin ein bisschen schreckhaft gerade. Vorsicht, nass. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Ich soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Klar, das kriege ich schon noch allein hin. Ich weiß. Oder wissen die schon, dass sie immun ist, ohne den Biss, der dann folgen wird? Mir geht gerade durch den Kopf, was ist, wenn die geboren wurde, als die Mutter gebissen wurde, wisst ihr? Die Mutter hat sie ja in der Hand gehalten, wir haben einen Brief gelesen. Hast du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist durch die Geburt von der Infizierten da irgendwie was. Aber dann könnte man das ja reproduzieren, indem man, keine Ahnung, Schwangere infiziert. Sparst du noch für diesen Urlaub? Jeden Cent. Du? Jeden Cent. Hey, wo wollten wir nochmal hin? Hallo? Surfen in L.A.? Ja, stimmt. Surfen in L.A. Komm, gehen wir weiter. Panda Patrol. Habe ich hier überhaupt irgendwas zum Kämpfen? Nee, ich habe ja nichts zum Kämpfen. Er ist sehr weitläufig hier. Und total duster. Mal ausmachen, sehen wir nichts mehr. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Ja. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Das Zeug. Na komm. Hallo Winston, ja? Hier ist nichts. Nichts. Man rennt einfach bloß umher hier. Yeah.
Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd, sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Gina. Ist gerade sehr entspannt. Das wird wahrscheinlich nie bleiben und so, oder? Hier geht's auch durch, kann das sein? Ellie, hilf mir mal. Ich hasse es, da durchzukrabbeln. Ich lass mich nicht ganz zerquetschen. Schon gut. Ich gehe vor. Pass auf! Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Hab schon einen gefunden. Hier hoch. Klingt gut. Hey, Riley. Ich helf dir hier oben rüber. Na verdammt, die Köpfe leider. Ich sie von innen auf. Gute Idee. Riley? Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Wie albern. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen. Na geht doch. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Mann, schau dir mal. Wahrheitsschädel, stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nichts. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Was für ein Blödsinn, oder? Wie lange können wir das machen? Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Wie lange geht denn das? Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann dich sehr gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nö,
Das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Jetzt haben wir die geschafft. Geil. Das ist eine schöne Abwechslung. Oh, ein dreifach Phönix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Das macht irgendwie Laune. Die roten Schuhe! Was hast du mit ihm gemacht? Oh weh, Toto! Was sollen wir nur tun? Oh Mann. Das ist aber auch ein Blödsinn, oder? Die Lampe ist aber hier auch hart am struggeln. War hier was? War hier gerade was? Nee. Oh, bitte. Ich bin ungefähr 10-mal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Sinn. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut. Skelettseher kann mich mal. Wartet jetzt da hinten noch was oder nicht? Ja, guck. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Falsche Glubschaugen, falsche Glubschaugen. Wow, das war blöd. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles, wa? Wir sind jetzt schon immer hier durchgewatschelt. Jetzt rennen die hier mit diesen Masken draußen rum. Ah, ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Aha! Treffer! Ja! Oh Mann. Bingo! Ja! Nummer 2! Bam! Oh ja! Was sagst du jetzt? So, der andere Seite auch noch schnell. Tja, so wird das gemacht. Weil ich noch einen Stein nach hier. Die letzte! Verdammt! Ja! Stein! Wurf! Champion! Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Ach so. Also, was
Was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Krankenschwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nah. Kommt dir das bekannt vor? Stimmt. Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast geschafft. Aber an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü. Komm schon.